Guten Morgen und herzlich willkommen bei Stone Attack. Wir wollen heute weiterbauen an unserer Base. Und zwar habe ich ja oben diesen großen Kreis ausgehoben. Den machen wir heute fertig in einem Speedbuild. Außerdem fangen wir mit den ersten Farmen an. Ich zeige, was ich schon vorbereitet habe. Und wir legen los, bauen einen Villager Breeder und eine Eisenfarm. Außerdem ist eine ganze Menge hier passiert auf dem Server. Und alles das erfahrt ihr jetzt. Viel Spaß! Und während ich jetzt hier den Aufgang benutze, um in meinen großen Raum zu kommen, schauen wir uns den Speedbuild an. Ja, wie das Ganze hier zu Ende ausgehöhlt wurde. Bitteschön. Jawohl, und hier sind wir. Der große Raum ist ist ausgehoben, nicht aufgehoben. Und ein paar Tiere haben sich hierhin verirrt. Hier zwei Ziegen, warum auch immer. Nun ja, ist mir egal. Sollen wir mal bleiben. Und hier das Innere, das wird ausgehöhlt. Und hier ist die Mitte. Hier wird es am tiefsten gebuddelt. Und hier wird uns dann irgendwann, ja, hoffentlich ein kleines Viechlein angucken. Wenn wir von hier aus gesehen, da sind wir reingekommen am Melonengolem. Von hier aus gesehen in diese Richtung laufen, dann kommen wir zu meinem ersten Gang, wo ich Farmen hingesetzt habe. Und ich habe hier eine kleine Wasserquelle gemacht und ich bin einmal hier fleißig gewesen, einen Aufzug gebaut, einen Wasseraufzug, so einmal zum Reinspringen, hier rein und an der Seite kann man wieder hochfahren. Machen das einmal. Pui, schön, das hat Spaß gemacht. Und wieder runter. Das könnte ich stundenlang machen. Und hier wollen meine Bäumchen einfach nicht wachsen. Und ich weiß nicht warum. Vielleicht ist die Decke nicht hoch genug. Deswegen baue ich diesen Raum noch weiter aus. Ja, und die Möhrchen, die wachsen hier. Ich ernte mal ein bisschen und baue hier nochmal weiter aus. So, und das ist jetzt erstmal genug ausgehöhlt. Ich hoffe, die Bäume wachsen jetzt hier. Ich pflanze nochmal ganz schnell ein paar Möhren, denn die brauchen wir später, wenn wir den Villager Breeder einrichten wollen. Da sollten wir die parat haben in ausreichender Menge. So, und deswegen immer schön nachlegen, solange wir hier sind. Und das reicht noch nicht. Wir brauchen auf jeden Fall 10, 12, also 11 bis 12 Stacks. Und ihr seht, hier fehlt noch Erde und die machen wir ins Eben selbst. Und dafür gehe ich hier wieder hoch und Kies und Erde zu grober Erde. Geht noch mehr? Es geht im Moment nicht noch mehr. Auf jeden Fall bringen wir die jetzt erstmal aus. So, können hier starten und ja, ich beschleunige das Ganze. Und ja, also ich kann es mal im Prinzip sagen, was ich jetzt hier mache. Ich werde jetzt hier das Ganze mit der Hacke bearbeiten. So, jetzt ist es normale Erde und jetzt baue ich es ab. Und habe aus Kies und normaler Erde, ja, aber ich habe praktisch den Kies verwandelt in normale Erde dadurch. Gut, ich mache das mal hier im Schnelldurchlauf fertig. So, und mit dem neu erkrafteten
Dreck werde ich jetzt nun hier diese Höhle auskleiden. Und dann sind wir hier, zumindest was Bäumchen angeht, erst einmal, ja, ich hoffe, dann auf der sicheren Seite. So, und dann brauche ich noch so eine kleine Möglichkeit, dass man immer von oben auf die Bäume kommen kann. Das geht so eigentlich auch schon ganz gut, dass man da drauf bringen kann, um dann von oben ja, die Bäume dann abbauen zu können. Also das heißt, dass wir den Fahrstuhl hier einfach immer gut nutzen. So, wir haben sogar noch Dirt übrig. Das ist nicht schlecht, denn das brauchen wir später auch für unseren Villager Breeder. Und jetzt können wir hier noch ein bisschen das rausholen. Und ja, wir brauchen natürlich Platz nach da. Eigentlich müsste der hier auch wachsen. So, wir gucken mal hier. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Und dann hier. Da müsste der gut wachsen. Ja. So, und der darf erst noch mal alleine wachsen. Jetzt probieren wir das mal schön aus, ob wir von oben da wirklich gut drankommen. Hier. Zack, zack. So. Und hepp. Und abbauen. So. Hier bin ich erst einmal zufrieden. Und ich gehe jetzt hier einmal in den Fahrstuhl hoch. So. Und dann sind wir hier vorne am Gang. Da. Und hier werde ich jetzt den Ausgang bauen für unsere Villager Farm. Und die werde ich hier bauen. Dann droppen die von oben runter und landen dann hier, kommen hier dann raus. Hier kann ich die abholen mit dem Boot und dann in die Mitte fahren, wo ich sie brauche. So, und dafür brauchen wir zuerst einmal so einen Ankunftsschacht. Und ich möchte natürlich noch, ja, zwei Schächte haben hier und hier, um so eine Art, ja, sozusagen Wartung vorzunehmen, damit ich oben auch in den Breeder reingucken kann. Und ja, dann würde ich mal sagen, baue ich das auch mal und wir mal sehen, wie weit wir kommen, ne? So, ich habe da hinten einiges fertig gemacht und ich habe jetzt mal Betten geholt und unterwegs habe ich ja irgendwie noch zwei Villager bei mir gehabt. Ich habe jetzt den Zombie-Villager getötet, weil ich das Boot brauchte, aber unten in meiner Base waren schon zwei von anderen Leuten beschenkte von mir als Geschenk in Empfang genommene Villager und die bringe ich jetzt da hinten hin und dann muss ich da mal Aufzug bauen und dann werden wir mal gucken, ob die beiden auch willig sind, Babys zu machen. Los geht's. So, wo guckt ihr eigentlich hin? Was ist denn da? Hä? Warum gucken die da? Hier ist nichts. Guckt da nicht hin. So, also, was ich eigentlich sagen wollte, ist, ich habe hier einen schönen kleinen Wasserfahrstuhl gebaut. Der soll meine Villager hierhin bringen. Die dürfen dann hier durchgehen und kommen dann zu ihren Arbeitsblöcken. Das ist gut. Und Klappe zu. Und dann versuche ich die mal da reinzuschubsen. Ich hoffe, das funktioniert. Und ich krieg nicht, sozusagen, ich krieg nicht Nervenzusammenbruch. So. Okay. Hallo? Komme ich hier nicht wieder raus? Okay. So, jetzt aber. Okay, gut, dann. Sind wir mal gespannt, ob er freiwillig da reingeht. Oder ich ihn zwingen muss. Ich glaube, ich muss ihn zwingen. Komm, 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 komm. Put, 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 put. Ja. Jawohl! Das hat besser funktioniert, als ich gedacht habe. Ich würde sagen, es hat bis jetzt ganz gut geklappt. Ja. Okay, er geht durch die Tür. Dann geht er durch die Tür. So, jetzt schubsen wir den anderen rein. Ich dachte, das funktioniert nicht.
So, da ist mein Stuff. So, und jetzt muss ich hier auch noch einmal und dann hier eine Stufe rein, in der Hoffnung, dass mich das dann nicht nochmal umbringt hier. So, bin genau auf der Kante vom Block gelandet, ne? Ist ein Leid. So, und der zweite Villager. So. So, gut. Und dann hast du hier deinen Arbeitsblock. So, ich gebe dir deinen Arbeitsblock. Wo habe ich den denn da? Hier. Siehste, komm, komm. Fein arbeiten gehen. So, okay, die sind versorgt, die Jungs. Ich leg mich mal auch pennen hier. Träum was Schönes. Aufstehen. So, und jetzt gehen die schuften, die beiden. Los, geht arbeiten. Geht schön arbeiten. Und hier machen wir auch noch so eine Stufe rein, damit wir ein bisschen reinglotzen können, was die so anstellen hier. 1, 2, 3, 4, 5 und 6. Da sind sie. Nehmt euch feines Fresschen. Feines Fresschen. Komm. Nicht arbeiten wollen, oder was? Ihr wollt ein bisschen quatschen? Da ist Essen. Los. Oh, Villager Breeder bauen, ne? Das ist so nervig. Komm, 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 komm. Na gut. Dann muss ich wohl zu euch kommen. Und na, da wird schon fleißig mit Essen geworfen. Und funktioniert schon was? Es ist viel Liebe im Spiel. Und es ist was gekommen. Und jetzt gehst du arbeiten. Aber ich hatte ihn gerade drüben. Jetzt. Boah, meine Güte. Jetzt bloß nicht den Kleinen beschädigen hier. Und. Dann wollen wir mal hoffen, dass der ganze Breeder auch funktioniert. So, kleiner, schubs, 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 schubs. Ja, ich will nur spielen. Ich will nur spielen. Ich will nur spielen. Ich spiele nur. Ich spiele nur. Ja, ich spiele nur. Ich spiele nur. Ich spiele nur. Nein! Da geht's rüber. Kein Problem. So. Und wartet der Lütke hier? Der Kleine wartet hier. Da bist du ja. So, von hier aus kann ich dich jetzt abholen. Boah, für die nächste Mission. Und die nächste Mission ist jetzt eine Eisenfarm. Und warum brauchen wir eine Eisenfarm? Weil wir Pistons bauen. Warum brauchen wir Pistons?
weil ich eine automatische Farm für Melonen und Kürbisse bauen möchte. Jawohl. Und genau, dafür brauchen wir das. Ja, und hier waren 5 Villager und ich habe das Tor aufgemacht, die anderen Zugänge versperrt und die sind automatisch einfach hier zu den Betten gegangen. Und einer von denen, ich zeige es mal im Beobachtermodus, einer von denen ist noch ein Baby. Ja, und wenn der erwachsen ist, dann sollte das funktionieren, dass hier oben drüber Eisengolems spawnen. Die fallen dann hier herunter durch die Lava, werden dann hier gebraten und schwemmen sozusagen hier in diese Ecke. Und hier, wo der Wasserstrom ist, da spült der Wasserstrom dann Eisen raus. Und sobald der Wasserstrom das gemacht hat, werde ich die ersten Eisen dafür benutzen, um hier Trichter zu bauen. Wobei mir fällt ein, ich habe Eisen geschenkt bekommen. Können wir auch jetzt schon eben machen. Moin. Moin. Hi, wir haben schon gesehen. Ich dachte, das sieht so aus, ein bisschen wie so eine Falle oder so. Und wir haben das Picken. Ja, total klasse, ey. Und dafür habt ihr die Quadruples Quadruple. ausgegeben. Ihr seid ja verrückt, ey. Ja, wir Ey, ich habe auch so im Süden viel. ist ja Wir nur. sind, ey, wir sind die letzte Stunde gerade komplett dabei, ich und Mucki die ganze Zeit Kobbel umzuwandeln. Ich auch, hallo, warum vergessen mich alle? Du Ja, auch. Lass doch, wir mal haben jetzt raten. Frosch, doch, wir haben jetzt Froscheier. Wie habt ihr die denn bekommen? Vom Neverwhite. Vom Netherite? Wenn man Neverwhite Ach, wenn tradet, man bekommt man Netherite Frosch. besitzt, dann kriegt man Froscheier. Oh, das heißt, wir könnten jetzt Froschlichter. Nee, wir haben ja keine Dinger. Beim Magma. Wandering Nein, Trader, ja. doch. Ha, und während der Villager Breeder und die Eisenfarm läuft, habe ich hier schon dieses Karo-Muster hier angelegt. Das ist eine Kürbis- und Melonenfarm, wie man unschwer erkennen kann. Und sie ist schon so angelegt, dass ich daraus eine automatische Kürbis- und Melonenfarm machen kann. Und ich, warum sammelt das nicht auf? Ist egal. Und ich, aber als volles, hab mich schon ein bisschen vollgepackt, wollte jetzt einmal runter in die Shops der Mitspieler. Ich wurde nämlich eingeladen, eben dies zu tun. Und würde dann gerne die von mir gesammelten Kürbisse und Melonen hoffentlich eintauschen bei den entsprechenden Bauern. Und außerdem kann ich dann im Shop noch etwas Quarz mitbringen, denn wir müssen Redstone haben für diese Kolben und Quarz und Redstone für die Beobachter. Da, dann können wir langsam aber sicher von einer automatischen Farm auch sprechen. So, und ich mache mich jetzt schnell auf den Weg runter und dann suchen wir mal die Shops. Oh, ich habe gerade festgestellt, ich brauche ja für meine Kürbis- und Melonenfarm, um hier unter der Erde, hier unten drunter, die Items abzusaugen, da brauche ich ja Schienen und habe mir Schienen gemacht. Und ich brauche aber Antriebsschienen, die goldenen. Ja, und da ist Gold drin. Und ich habe gar kein Gold. Ich habe einen Goldklumpen. Ja, wenn überhaupt. Ich muss mal so irgendwas ausdenken, irgendeine Goldfarm oder sonst was. Puh, ja, also, das heißt, ich werde mit dieser Kürbis- und Melonenfarm doch nicht so schnell fertig. Ich muss erst eine Goldfarm machen. Aber dafür lasse ich mir erstmal etwas Zeit. Vielleicht kann mir jemand Gold verkaufen. Vielleicht hat jemand ja was. Naja, ich werde mal schauen. Und ja, deswegen, puh, noch eine Farm. Das ist ganz schön anstrengend, dieses Stone Attack. Mein. So, und damit haben wir einiges geschafft. Die Kürbis- und Melonenfarm ist zwar noch nicht fertig, weil mir unfassbar viel Gold fehlt. Ja, aber das mache ich demnächst auch noch fertig. Aber es ist ein Anfang und ich kann schon was fürs Traden haben. Die Villager-Farm funktioniert und hier sind schon 20, über 20 Villager hier auf Halde, die gerne einen Beruf hätten. Das machen wir beim nächsten Mal auch. Und ich habe hier eine Eisenfarm, die hier unten ankommt. Ich springe mal runter. Und Bäume kann man hier schön pflanzen und ernten. Lava kann ich bekommen und hier kommt das Eisen an.
So, und ich finde, das kann sich sehen lassen. Und da, da geht's nochmal richtig ab hier. Die Eisengolems werden geschreddert hier. Und wenn ihr Bock habt, macht doch noch mit. Und dann bleibt mir nur noch zu sagen, möge euer Kaffee immer heiß und eure Cola immer kalt sein. Und vor allen Dingen, tut nichts, was ich nicht auch tun würde.